Ihr sucht vielleicht gerade einen hochwertigen Receiver, der quasi alles kann. Dann haben wir wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Den Maestro von Sonoro. Ja, das ist also quasi die Speerspitze von Sonoro, der Maestro. Ist eine eierlegende Wollmilchsau und man kann quasi damit alles bespielen, was man möchte. Wir haben hier vorne einen CD-Spieler, können hier unten bedienen oder eben per Fernbedienung. Wir haben Bluetooth natürlich heutzutage und, was natürlich super ist, Radio, ganz klassisch FM, DAB und wir haben Zugriff auf die Internetradiosender und das sind quasi unendlich viele. Und dazu noch, was natürlich das kleine Highlight hier ist, wir haben hier Zugriff auf die verschiedenen Streaming-Dienste für Musik. Das heißt, wir haben hier Spotify, Tidal, Napster, Deezer, Phobos, Amazon Music und eben MyMusic, wenn wir zum Beispiel einen USB-Stick hinten anschließen oder eine Festplatte oder auf ein NAS-System zugreifen wollen und unsere eigene Musik abspielen möchten. Also sind hier wirklich komplett flexibel. Dazu haben wir wirklich ein tolles, hochwertiges Gerät. Wie wir sehen, wir haben hier in Schwarz, hier unten drunter steht er in Weiß, hier vorne mit der Alufront, ganz, ganz einfach und schick gemacht und das ist wirklich toll. Es sind Holzgehäuse, das Holz sieht man aber als solches nicht, weil es natürlich lackiert ist. Dazu natürlich eine Fernbedienung, die ich finde, die fässt sich sehr gut an. Hier oben etwas scharfkantig, das könnte ein bisschen schöner sein, gerade weil sie sehr weich ist hier. Da ist sie doch etwas scharfkantig. Dafür gefallen mir die Knöpfe aber sehr, sehr gut, haben da auch einen guten Druckpunkt. Wir haben hier vorne noch einen Kopfhöreranschluss. Und hinten haben wir, das werden wir gleich noch sehen, ja, richtige Anschlüsse für Lautsprecher, für Stereo-Lautsprecher mit einer Leistung von 2x170 Watt an 4 Ohm. Ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal im Betrieb direkt angeschlossen. Können wir direkt sehen, wie das hier alles gemacht ist. Wir haben hier einen schönen Kühlerblock. Wir haben hier den Netzschalter. Ein sehr hochwertiges Anschlussterminal. Auch für Kabel mit größerem Querschnitt, für Bananenstecker vorne. Ein Pre-Out, das heißt, hier können wir zum Beispiel auch einen Subwoofer anschließen. Ein Cinch-Eingang, ein Phono-Eingang. Hier können wir unseren Plattenspieler anschließen. Auch natürlich ganz praktisch mit einem Ground. Ist natürlich wichtig. Das heißt, für Plattenspieler mit MM-Nadelsystem ist dieser Receiver auch sehr gut geeignet. Wir haben einen AUX-IN 2 als Klinkenanschluss. Dazu haben wir noch einen optischen Eingang, zum Beispiel um den Fernseher auch anzuschließen oder eben über den AUX. Dann haben wir noch einen koaxialen Eingang, sowie eben hinten den USB-Anschluss. Den hätte ich mir übrigens gerne auch vorne gewünscht, weil hinten ist immer ein bisschen doof ranzukommen. Und da möchte man vielleicht auch mal öfters ran, je nach Anwendungsfall. Und dann haben wir hier einen LAN-Anschluss. Alternativ haben wir hier eine Wi-Fi-Antenne oder dann die klassische Radio-Antenne. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Es ist ein Gerät einfach anschließen und es funktioniert. Ich kann hierüber dann die verschiedenen Streaming-Dienste wählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Spotify hier links einfach weitergehe, komme ich nicht hier unten wieder raus, sondern komme ins nächste Menü, in dem Fall den Phono-Eingang. Jetzt kann ich hier noch weiter wählen. CD, Koaxial, Optical, AUX-IN 2, AUX-IN 1, Bluetooth, also die Sache, die ich gerade gezeigt hatte, DAB oder FM. Das ist ganz gut und funktioniert auch schnell. Jedoch ist nicht zum Drücken hier zum Bestätigen, finde ich eigentlich schade. Man muss dann immer OK drücken. Wie wir sehen, können wir auch hier noch allerlei einstellen. Wir können, wie gesagt, Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Wir können Playlisten erstellen, können hier die Audio-Stream-Qualität einstellen. Die ist natürlich standardmäßig auf hohe Qualität. Wir haben einen eigenen Equalizer. Wenn wir hier aktuell, wie hier der Bass zum Beispiel, sehr hoch ist, stelle ich mal hier auf 0. Lautsprecher können wir auch hier einstellen, was für ein System wir angeschlossen haben. Ja, über den Equalizer haben wir noch eine interessante Funktion, und zwar die Raumkorrektur. Das heißt, wir haben über die Möglichkeit, über iPhone, nicht über Android, nur über iPhone mit der App Sonoro Room Correction, ja, eine hier Raumkorrektur durchzuführen. Das heißt, wir laufen mit dem iPhone durch den Raum. Das iPhone erklärt, beziehungsweise die App erklärt auch, was wir machen müssen. Das funktioniert ziemlich gut. Der Equalizer wird dann dementsprechend eingestellt. Ja, und man kriegt einfach nochmal etwas mehr Klarheit. Auch Bassfallen werden da ein bisschen minimiert. Das ist wirklich eine sehr einfache und gute Lösung. Kann ich also wirklich
empfehlen für die Leute, die mit iPad oder iPhone zu Hause haben oder vielleicht Bekannte, die einem dann das iPhone mal ausleihen können. Wie wir sehen, der Sonoro Maestro steht auf sehr tollen, hochwertigen Füßen, sehr massiv. Die sind natürlich auch gummiert. Wir haben hier übrigens eine Breite von 43,2 cm, eine Tiefe von 27,7 cm und eine Höhe mit den Füßen von 12 cm. Dazu wiegt der Maestro gute 6 Kilo. Ja, dazu haben wir natürlich große Leistungsreserven hinten am Anschlussterminal. Können wir anschließen eben zweimal 170 Watt an 4 Ohm oder zweimal 100 Watt an 8 Ohm. Dazu haben wir einen Class D Hypex Verstärker für wirklich höchste Audioqualität. Das kann ich auch bestätigen, werden wir auch gleich nochmal hören. Wir können auch Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer anschließen mit APTX. Das finde ich richtig klasse. Wir sind da also auch auf dem neuesten Stand. Wichtig ist noch zu erwähnen, wir haben Bluetooth in beide Richtungen. Man kann also Musik vom Smartphone abspielen, ohne jetzt mit dem WLAN verbunden zu sein, und gleichzeitig kann man aber auch Bluetooth-Kopfhörer dann anschließen, in Anführungsstrichen anschließen, verbinden mit, ja, und dann können wir quasi Bluetooth streamen und gleichzeitig hören, also quasi bidirektional. Und hier vorne haben wir noch ein 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay. Bedienen können wir den Sonoro Maestro auch per App, einfach per Smartphone mit der kostenlosen App Undock, funktioniert dieses Mal aber mit iPhone sowie Android. Hier können wir dann alle Streaming-Funktionen steuern, Eingänge ein- und umschalten und die Lautstärke regeln. Das geht relativ gut, ist aber, wie ich finde, etwas träge. Der Sonoro Maestro hat einen sehr, sehr guten Klang. Das ist natürlich am Ende das Wichtigste. Er klingt wirklich, er hat eine hohe Dynamik. Er klingt sehr direkt. Das kann gefallen, muss aber nicht, aber er klingt wirklich sehr gut. Viele Details, eine gute Auflösung, und es ist natürlich auch abhängig, welche Quelle man anschließt. Sehr gut ist der Phono-Eingang hinten, über den wir kurz sprachen. Ist rauscharm, hat keinen Brunnen, haben wir hier nicht, beziehungsweise kam bei uns hier nicht vor. Dazu, wie ich es gerade sagte, er klingt sehr direkt, gerade wenn man im Streaming-Bereich und auch in der CD-Receiver, klingt sehr direkt. Ist nicht der wärmste, kann ein bisschen kühl klingen. Was ich aber finde, er klingt bei jeder Musikart wirklich gut. Ja, um euch einfach mal zu zeigen, was der Sonoro Maestro so kann, wie er klingt, das zeigen wir euch jetzt einmal. Der schwarze obere Sonoro Maestro ist an die großen Sonoro Grand Orchestra angeschlossen. Sehen wir hier auf der rechten Seite in der Mitte. Und jetzt hören wir einfach mal rein, wie das klingt. Thank you.
Für wen ist der Sonoro Maestro denn jetzt eigentlich? Für jeden, der nicht mehr diese riesen Hi-Fi-Türme, diese schwarzen Klötze bei sich zu Hause stehen haben möchte, sondern einfach was Unauffälliges, was trotzdem gut ausschaut und eben nicht mehr diese Höhe hat, trotzdem alles mit einer sehr, sehr guten Qualität integriert, wo wir auch wirklich unsere guten großen Lautsprecher ohne Probleme anschließen können und auch wirklich einen guten Hörgenuss haben. Für die ist dieses Gerät genau richtig. Und natürlich, wir haben einfach up to date, wir können streamen ohne Probleme unser Handy anschließen und müssen nicht nur noch über CD oder Platten hören, sondern sind da wirklich voll flexibel. Und für jeden, die das suchen, ist der Sonoro Maestro perfekt. Und wenn ihr vielleicht sagt, oh, ich will es noch ein bisschen kleiner haben, noch kompakter, gibt es das auch mit integrierten Lautsprechern, zum Beispiel das Sonoro Meisterstück. Da dann die Speerspitze mit integrierten Subwoofer und Stereo-Lautsprechern direkt an der Seite dran, werden wir euch auch noch vorstellen. Und wenn ihr den Sonoro Maestro oder andere schöne Geräte von Sonoro ausprobieren wollt, dann kommt doch einfach bei uns vorbei hier im Laden in Bocholt. Oder aber guckt euch einfach um bei uns auf etrudo.de. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal.